Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. In diesem Brief hier hat mich Renate um Hilfe gebeten. Aber nicht für sich, sondern für ihre Mutter Sieglinde. Diese vermisst seit fast 60 Jahren ihre geliebte Schwester. Die beiden wurden als Kinder unter traurigen Umständen voneinander getrennt, als sich die Eltern scheiden ließen. Seitdem hat Sieglinde jeden Tag große Sehnsucht und fragt sich, was wohl aus ihrer Schwester geworden ist. Die 49-jährige Frührentnerin Renate aus Karlsruhe hat ihren Vornamen einem traurigen Umstand zu verdanken. Renate heißt die seit fast 60 Jahren spurlos verschollene Schwester ihrer Mutter. Renates Mutter Sieglinde hat große Sehnsucht nach ihrer Schwester, von der sie 1954 getrennt wurde. Renate möchte ihre Mutter mit der Erfüllung ihres größten Herzenswunsches überraschen und hat deshalb Julia um Hilfe gebeten. Renate? Ja. Hallo. Es freut mich sehr. Ich auch. Sollen wir gleich losgehen? Ja. Alles klar. Renate, du bist hier, weil du einen ganz großen Herzenswunsch hast. Für deine Mama. Ja. Wen sucht deine Mama? Ihre Schwester. Die Renate, die sie vor fast 60 Jahren durch Scheidung der Eltern quasi verloren hat. Fast 60 Jahre? Ja. Unglaublich lange Zeit. Ja. Ist dir das besonders jetzt wichtig, wo sie älter wird? Ja. Sie sagt, das möchte man alles noch geklärt haben, solange sie lebt. Wenn man einen Herzenswunsch hat für die Mama, ist wie für einen selber, ne? Ja. 1944 wird Renates Mutter Sieglinde geboren. 3 Jahre später ihre kleine Schwester. Die Familie lebt in Schönbrunn, einem kleinen Dorf in Franken. Die Schwestern sind von Anfang an ein Herz und eine Seele. Doch dann zerbricht das kleine Glück. 1954 haben sich die Eltern von meiner Mutter getrennt und haben beschlossen, dass meine Mutter bei ihrer Mutter bleibt, die Sieglinde, und die Schwester, die Renate, beim Vater bleibt. Sieglinde ist gerade mal 10 Jahre alt. Renate 7, als die Trennung der Eltern die geliebten Schwestern für immer auseinanderreißt. Weißt du irgendwas über den Grund der Trennung? Nein. Welche Anhaltspunkte habt ihr denn über den Verbleib der vermissten Schwester? Also zuletzt hat sie mit ihrem Vater in Schönbrunn gewohnt, auf einem Hof. Mhm. Und durch die Scheidung wollte er wegziehen, deswegen wissen wir da gar nichts. Das heißt, dort verliert sich die Spur komplett? Ja. Sieglinde wächst bei ihrer Mutter in Bayreuth auf. 1962 heiratet sie und 1964 kommt ihre Tochter zur Welt. Diese bekommt den Namen ihrer vermissten Schwester, Renate. Die Sehnsucht nach ihrer Schwester lässt Sieglinde bis heute nie wieder los. Renate, was würdest du dir für deine Mama wünschen? Dass sie sich beide wiederfinden. Und noch ein paar schöne Jahre haben. Renate, ich verspreche dir, dass ich alles Erdenkliche unternehmen werde, um irgendwas rauszufinden. Und dann melde ich mich. Ja. Im idyllischen Oberfranken liegt Bad Staffelstein. Gerade im Sommer ziehen die Landschaft und die alten Bauwerke viele Touristen an. In der bayerischen Kreisstadt ist der Mathematiker Adam Riese geboren. Heute leben rund 10.000 Menschen hier. Julia ist unterwegs in den Stadtteil Schönbrunn. Denn hier soll Renate in den 50er Jahren gelebt haben. Also alles, was ich für meine Suche habe, ist die letzte bekannte Adresse, an der Sieglindes Schwester mit ihrem Vater 1954 gelebt haben soll. Das ist Schönbrunn 23, ein Hof Ziegler. Ich habe jetzt bei meiner Vorrecherche gar nichts zu der Adresse gefunden. Deswegen versuche ich dort direkt vor Ort irgendwas rauszukriegen. In Schönbrunn leben gerade mal 400 Menschen. In dem kleinen Dorf hofft Julia auf eine Spur zu Sieglindes Schwester. Zuerst sucht sie die alte Adresse des Hofes, auf dem Renate mit ihrem Vater gelebt haben soll. Schönbrunn 23. So, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo das ist.
Guten Tag. Ich suche Schönbrunn 23 und finde das nicht. Ich habe keinen richtigen Straßennamen. Ich weiß nur eine Bezeichnung. Es hat früher nach dem Krieg keine Straßennamen gegeben, nur Hausnummern. Ach, früher gab es hier gar keine richtigen Straßennamen? Nur Hausnummern und keine Straßen. Die sind dann erst alle, weil es größer worden ist, der Ort. Und dann ist es. Ach, sind Straßennamen gekommen. Ach, deswegen? Ja. Also, wo jetzt Schönbrunn 23 ist, kann man gar nicht mehr. Doch, das kann man schon, wer es weiß. Weil ich bin nicht von da und dann weiß ich es nicht. Alles klar. Ja. Genießen Sie die Sonne. Danke. Tschüss. Tschüss. Julia hört sich um in der kleinen Gemeinde. Sie sucht den ehemaligen Standort des Hofes Ziegler, auf dem sie Glendes Schwester Renate mit ihrem Vater in den 50er Jahren gelebt haben soll. Grüß Gott. Ich suche einen ehemaligen Bauernhof, wo die Familie Ziegler wohnen soll. Wissen Sie, wo das ist? Wie? Ziegler weiß ich schon. Ja? Wo wohnen die? Na, das übernächste Haus gleich. Also da ist das Beige, ja. Dann kommt die Pension und das nächste ist Ziegler. Ach, wunderbar, da bin ja. Ich ja schon richtig. Ja. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Ja, hallo. Bitte. Hier ist die Pension, also ist das nächste rechts. Hier ist die 7. Da steht jetzt Büttner, nicht Ziegler. Ich klinge trotzdem. Da ist jemand. Hallo, kein Schreck kriegen. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich suche eigentlich den Hof Ziegler. Bin ich stand hier mal, ja? War das hier früher ein Bauernhof? Ja. Und gibt es die Familie Ziegler noch? Ich bin der geborene Ziegler. Ja? Ja. Entschuldigung, dass ich Sie so überfall. Ja. Ich bin auf der Suche nach einer Renate. Das ist ein ganz altes Foto, die soll hier mal gewohnt haben. Die ist von ihrer Schwester getrennt worden, vor 60 Jahren. Ich habe die Information, dass sie vielleicht hier gewohnt hat mit ihrem Vater. Ich weiß nur, dass Flüchtlinge hier mal gewohnt haben. Ja? Ja. Davon hat mein Vater immer erzählt, aber leider lebt er auch nicht mehr. Ah, oh, das tut mir leid. Und gibt es denn noch vielleicht jemand Älteres im Haus, der sich gegebenenfalls erinnern kann? Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste. Also. Aber ich kann mich ja gerne mal umhören, wenn Ihnen das weiterhilft. Sehr gerne. Julia hinterlässt ihre Kontaktdaten und das alte Foto von Renate. Jetzt ist sie auf die Mithilfe aus der Familie der freundlichen Frau angewiesen. Also, so richtig viel habe ich hier im Dorf ja leider noch nicht erreicht. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die nette Frau Büttner weiterkommt und irgendjemanden findet, der etwas zu Sieglindes Schwester sagen kann. Noch am Abend des gleichen Tages in Bad Staffelstein. Bei Julia ist die Nachricht einer älteren Dame eingegangen. Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich eine E-Mail erhalten. Die Frau von dem alten Zieglerhof hat anscheinend wirklich meinen Kontakt weitergegeben. Ich lese mal vor. Liebe Frau Leischig, ich habe von Frau Büttner erfahren, dass Sie ein Mädchen suchen, das früher auf dem Bauernhof der Zieglers gelebt hat. Ich habe das Foto gesehen und kann mich an Renate erinnern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft, aber sie hat Ende der 60er Jahre einen Herrn Meier geheiratet und im Hotel Alte Post in Bamberg gearbeitet. Ja, das klingt ja tatsächlich nach einem konkreten Hinweis. Ich rufe die Frau jetzt sofort an. Und hör mal, was da dran ist. Der nächste Morgen. Das Telefonat mit der älteren Dame klang vielversprechend. Deshalb ist Julia rund 30 Kilometer von Bad Staffelstein nach Bamberg gefahren. Ihre Recherchen haben ergeben, dass das Hotel Alte Post, in dem die vermisste Renate Meier gearbeitet haben soll, heute Hotel Andres heißt. Hier, Hotel Andres. Drüber ist noch das Zeichen für die Post. Hallo, oh. Nicht wundern. Ich brauche Ihre Hilfe. Ist es richtig, dass das mal das Hotel Alte Post war? Richtig. Wir haben es vor 3 Jahren übernommen und seitdem ist es das Hotel Andres. Ich verstehe. Ich bin auf der Suche nach einer Frau, die in dem Hotel Alte Post gearbeitet haben soll. Das ist schon ganz viele Jahre her. Der Name ist Renate Meier. Sagt Ihnen wahrscheinlich. Sagt mir nichts. Nee, leider nicht. Haben Sie vielleicht noch die alten Personalakten von früher? Leider gar nichts mehr. Wir haben keine Unterlagen mehr von der alten Post. Fällt Ihnen sonst irgendwas ein?
irgendeine Verbindung zu den früheren Besitzern oder mit wem ich sprechen könnte. Ich habe eventuell eine Dame, da müsste ich mal schauen, da könnte ich die Telefonnummer da haben. Ja. Die hat früher hier in der alten Post gearbeitet. Und die ist auch älter? Die ist auch schon älter, die Dame, ja. Ja? Würden Sie gleich nachschauen? Ich schaue sofort Ganz nach. Ganz wichtig ja? für ja. mich, ja? Dankeschön. Kann der freundliche Rezeptionist wirklich helfen? Nach kurzer Recherche findet er tatsächlich die Telefonnummer einer mittlerweile pensionierten Mitarbeiterin. Also wenn diese ehemalige Mitarbeiterin schon in den 60er Jahren hier gearbeitet hat, muss sie sich eigentlich an Renate erinnern können. Ich hoffe sehr, dass sie mir sagen kann, was aus ihr geworden ist. Noch vor Ort ruft Julia die Frau an. Als diese erfährt, worum es geht, versucht sie zu helfen. Und mit der Information, die Julia dann erhält, hätte sie so niemals gerechnet. Herzlichen Dank. Ja, das hoffe ich auch. Wiederhören. Also, diese ehemalige Mitarbeiterin ist sich absolut sicher, dass Renate 1968 in die USA ausgewandert ist. Das bedeutet, dass meine Suche hier in Bamberg beendet ist und ich wohl nach Amerika fahren muss. Wohin genau, das muss ich jetzt erst mal rausfinden. 3 Tage später in Köln. Julia macht sich auf zu einer langen Reise in die USA. Sie war in der Zwischenzeit nicht untätig und hat etwas herausgefunden. Also ich habe sehr intensiv recherchiert. Von den in den USA verzeichneten Frauen mit dem Namen Renate Meyer ist keine Sieglindes Schwester. Ich konnte aber diese alte Passagierliste eines Schiffes finden. Die ist aus dem Jahr 1968, also genau dem Jahr, in dem Renate ausgewandert sein soll. Hierauf sind tatsächlich eine Renate und ein Siegfried Meyer verzeichnet. Es gibt sogar noch eine alte Adresse, die ist in Georgia. Und genau da fliege ich jetzt hin. Julia setzt ihre Suche nach Sieglindes Schwester fort und fliegt an die Ostküste der USA. Savannah im Staate Georgia ist eine der ältesten und auch schönsten Städte in den USA mit knapp 140.000 Einwohnern. Das Südstaaten-Flair mit den zahlreichen historischen Bauten und den gemütlichen begrünten Plätzen lockt nicht nur Touristen in die Stadt. Savannah wird auch immer wieder als Schauplatz für große Hollywood-Filmproduktionen in Szene gesetzt. Dass Julia hier mit ihrer Suche ansetzt, hat einen Grund. Sieglindes Schwester Renate muss einmal hier gelebt haben. Dies ging aus der alten Passagierliste eines Schiffes hervor. Nach einer langen Reise bin ich jetzt hier in Savannah angekommen und werde mich sofort auf die Suche machen. Ich weiß zwar nicht, ob die Adresse von 1968 noch aktuell ist, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich dort vor Ort irgendetwas über Sieglindes Schwester herausfinden kann. In der Barnard Street 331, etwas außerhalb des historischen Zentrums, soll Renate Meyer laut Passagierliste im Jahr 1968 gelebt haben. 331, ich hab's. Für ihre Suche hat Julia nur ein uraltes Kinderfoto von Renate. Kann sie hier vielleicht schon die mittlerweile 67-jährige Vermisste finden? Da sind Fenster offen. Scheint jemand zu wohnen auf jeden Fall. Hallo, Entschuldigung, ich komme aus Deutschland und brauche Ihre Hilfe. Ja? Und zwar bin ich auf der Suche nach einer Frau, die in den 60er Jahren in diesem Haus gelebt haben soll. Sagt Ihnen der Name Renate Meyer etwas? Nein, nicht wirklich. Ich lebe hier schon lange. Ich habe das Haus in den 70ern gekauft. Ich verstehe. Davor war das hier nur eine große Herberge. 30 Menschen lebten in den 50er und 60er Jahren in diesem Haus. Und Sie hatten keinen Kontakt zu diesen Leuten? Nein, hatte ich nie. Okay, thank you. Vielen Dank für Ihre nette Hilfe. Gerne, viel Glück bei Ihrer Suche. Danke, tschüss. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal in der Nachbarschaft umhören. Vielleicht erinnert sich jemand. Excuse me. Entschuldigung, ich suche jemanden. Ihr Name ist Renate Meyer. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Das ist mein Haus. USA-Flagge. Und was dahinter? Die bayerische. Hi!
Ich bin Julia aus Deutschland. Tut mir leid, dass ich Sie störe. Wie geht's Ihnen? Gut, ich suche nach einer deutschen Frau. Ihr Name ist Renate Meyer. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein, noch nie. Nein. Ich kenne eine Inge und ich kenne eine Luise, aber ich kenne keine Renate. Und warum ist hier eine bayerische Flagge? Weil ich aus Bayern komme. Oh, sprechen Sie noch Deutsch? Ach Mensch! Soll ich Grüße in die Heimat bestellen? Ja, natürlich. Alles klar. Sie können auch selber grüßen. Hallo Deutschland. Tschüss. Tschüss. Julia durchkämmt das Gebiet rund um die alte Adresse mehrere Stunden lang. Freundlich und hilfsbereit begegnen ihr die Anwohner. Doch keiner kennt die deutsche Familie, die in den 60er Jahren hier gelebt haben soll. Tja, ich hatte zwar nicht erwartet, Sieglindes Schwester hier gleich zu finden, aber doch insgeheim gehofft, dass sich irgendjemand der alten Nachbarn vielleicht noch an sie erinnert. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr weiter und muss mir irgendwas Neues einfallen lassen. Zwei Tage später. Julia braucht die Hilfe der Menschen in Savannah. Nur so hat sie vielleicht eine Chance, etwas über den Verbleib von Sieglindes Schwester zu erfahren. Ich habe vorgestern bei meiner Umfrage noch einen Tipp von einem Nachbarn bekommen, wie ich mehr Menschen auf mich aufmerksam machen könnte, beziehungsweise wie ich noch mehr Menschen erreichen könnte. Ich habe da auch schon was in Auftrag gegeben und bin jetzt schon sehr gespannt, ob das geklappt hat. Sieht ja toll aus. So riesig habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Hi! Hallo, bist du Janine? Ich bin Janine. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ganz meinerseits. Nice to meet you. Ich bin so froh, dass ich helfen kann. Das sieht ja toll aus. Danke dir. Ich guck's mir mal an, ja? Klar. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Renate Meyer. Renate Meyer, das Geburtsdatum, mein Name und die Nummer stimmt. Also, lass uns anfangen. Mit Hilfe von Janine macht sich Julia auf den Weg ins Zentrum von Savannah. Die beiden wollen mit dem überdimensionalen Werbefahrzeug und Lautsprecherdurchsagen möglichst viel Aufsehen erregen. Can we have your help, please? Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir suchen Renate Meyer. Wenn Sie Renate Meyer kennen, kontaktieren Sie uns. Jede Information hilft. Any information will help. Julias Plan scheint aufzugehen. Der plakatierte Kleinlaster zieht die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Doch kann Julia auch so den entscheidenden Hinweis auf die gesuchte Schwester bekommen? Dann erreichen die beiden schließlich eine Fußgängerzone, durch die sich an diesem frühen Sonntagnachmittag die Spaziergänger drängeln. So, hier ist richtig was los. Hier verteile ich ein paar Handzettel. Ich suche nach einer vermissten Person. I'm looking for a missing person. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein, noch nie. Entschuldigen Sie, Miss? Ja. Sind Sie in der Suche nach dieser Frau involviert? Kennen Sie sie? Darf ich fragen, warum Sie nach ihr suchen? Sie hat eine Schwester in Deutschland und vor langer Zeit wurden die beiden getrennt. Und ich habe die Information, dass sie hier mal gelebt hat. Also es könnte sein, dass ich Ihnen helfen kann. Meine Frau hat vor einigen Jahren auf der Barnard Street gelebt, genau neben diesem Haus. Tatsächlich? Ja, vor vielen Jahren. Aber es könnte sein, dass sie etwas weiß. Oh, ist sie hier? Nein, sie ist gerade im Hundepark am Forsyth Square. Ich kann Sie anrufen, wenn Sie möchten. Das ist eine tolle Idee. Vielen, vielen Dank. Sofort kann der freundliche Herr seine Frau telefonisch erreichen. Er gibt sein Handy an Julia weiter, die der überraschten Frau nur kurz erklärt, worum es geht. Und die Dame scheint genauso hilfsbereit zu sein wie ihr Mann. Thank you so much. Bye. Sie ist wirklich sehr nett und möchte mir helfen. Gut. Vielen Dank. Also die war jetzt sehr, sehr hilfsbereit am Telefon. Ich wollte sie jetzt nicht zu sehr verwirren und schon alles erklären. Aber ich werde sie jetzt sofort treffen. Ganz lieben Dank für Ihre Hilfe. Hab mich gefreut, Sie kennenzulernen. Thank you. Nur 20 Minuten später erreicht Julia den vereinbarten Treffpunkt. Einen Park im historischen Distrikt der Stadt. Ja, hier ist doch was los. Im Forsyth Park findet gerade der Savannah Doggy Carnival statt. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung, zu der sich Hundeliebhaber aus der gesamten Region einmal im Sommer treffen, um mit ihren vierbeinigen Gefährten ausgiebig zu feiern. Sie wartet auf mich am Pedestrian Walk. Das müsste eine der Bänke da hinten sein, mit einem kleinen weißen Hund. Ah, hier. Pedestrian Zone. Hier muss es sein. Das könnte sie sein, kleiner weißer Hund.
Kathy. Hi. Hi, Antonia. Hallo, ich bin Julia. Hi. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Ich habe eben Ihren Mann kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass Sie auf der Barnard Street gelebt haben. Das habe ich, in den späten 60er Jahren. Erinnern Sie sich an diese Frau, Renate Meyer? Ich erinnere mich an den Namen. Ja? Wir waren Nachbarn. Erinnern Sie sich daran, ob sie Deutsche war? Ich glaube, das war sie. Und ich glaube, ihr Mann war auch Deutscher. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Nein, wir haben den Kontakt vor vielen Jahren verloren. Wissen Sie, wohin Renate gezogen ist? Sie hat für die Stadt Savannah gearbeitet. Soweit ich mich erinnere, ist sie nach Atlanta gezogen, um dort bei der Stadt zu arbeiten. Sie ist nach Atlanta gegangen? Ja, aber das ist wirklich lang her. Und das ist wirklich alles, was ich weiß. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Okay, aber das klingt ja schon mal nach einem guten Hinweis. Ganz lieben Dank, Kathy. You're welcome. Thank you. Ich glaube, ich habe die erste heiße Spur. Ich werde nach Atlanta fahren. Thank you. Bye-bye. Thank you. Am nächsten Tag. Julia fährt knapp 400 Kilometer von Savannah nach Atlanta. Die Hauptstadt des Bundesstaates Georgia hat etwa 400.000 Einwohner, ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Region und Heimat des Nachrichtensenders CNN. Hier in der Stadtverwaltung soll Sieglindes Schwester einmal gearbeitet haben. Eine konkretere Spur hat Julia nicht. Also da mein Hinweis auf Renate ja recht allgemein ist, habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal bei der Stadtverwaltung nachzufragen. Ich weiß, dass man in öffentliche Gebäude der Regierung und Verwaltung in den USA nicht einfach mit der Kamera gehen darf. Deswegen versuche ich es erstmal alleine. Julia kämpft sich durch die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung von Atlanta und das dauert. Dabei weiß sie nicht einmal, ob sie hier überhaupt richtig ist. Nach fast 2 Stunden ist ihr Behördenmarathon beendet. Also ich habe gute Neuigkeiten. Hier hat tatsächlich eine Renate Meyer gearbeitet. Die ist aber schon in Rente. Nach ein bisschen hin und her habe ich aber eine Telefonnummer bekommen. Und da rufe ich jetzt gleich an. Die alte Telefonnummer ist noch aktiv. Und Julia kann tatsächlich mit Renate Meyer sprechen. Da sie sie am Telefon jedoch nicht mit der Nachricht von der Schwester in Deutschland überraschen möchte, bittet Julia um ein persönliches Treffen. See you. Bye. Ja, die Nummer hat tatsächlich gestimmt. Ich habe gerade mit Renate gesprochen. Die war allerdings noch sehr, sehr skeptisch, hat sich aber bereit erklärt, sich mit mir zu treffen. Wir sind jetzt verabredet. Direkt begibt sich Julia zum vereinbarten Treffpunkt, etwa 20 Fahrminuten vom Stadtzentrum Atlantas entfernt. Hier, an einem klassischen American Diner, ist Julia mit Renate verabredet. Hallo, sind Sie Renate? Ja, das bin ich. Hallo, ich habe Sie angerufen. Ich bin Julia. Vielleicht können Sie da vorne parken und wir unterhalten uns? Klar, natürlich. Toll, danke, ich folge Ihnen. Ist immer noch skeptisch, aber... Hi. Hi, Renate. Hi, I'm Julia. Ich bin Julia. Freut mich, Sie kennenzulernen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Worum geht es denn? Ich bin auf der Suche nach Ihnen. Ich habe eine große Überraschung für Sie. Welche? Ihr Mann heißt Siegfried? Richtig. That's very good. Sehr gut. Und Sie sind in Deutschland geboren, richtig? Nein, ich bin in den Vereinigten Staaten geboren. Oh, okay. Das ist komisch. Aber Sie sind 1947 geboren. 1947? 1942. Es tut mir so leid, das muss ich erklären. Ich suche nach Renate Meyer. Sie hat eine Schwester in Deutschland. Beide sind in Deutschland geboren und wurden vor 60 Jahren voneinander getrennt. Ich habe keine Schwester in Deutschland. Ich habe dort gearbeitet, meinen Mann kennengelernt, dann haben wir geheiratet und sind zurück in die Staaten gezogen. Aber ich habe Ihren Namen auf einer Passagierliste aus dem Jahr 1968 gefunden. Ja, wir kamen mit dem Schiff aus Deutschland zurück und haben anschließend in Savannah, Georgia gelebt. Dann muss es sich um eine Verwechslung handeln. Es tut mir sehr leid. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Thank you. Thank you. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie finden sie. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Anscheinend bin ich die ganze Zeit der falschen Spur gefolgt. Ich habe zwar eine Renate Meyer gefunden, aber das ist definitiv nicht Siglindes Schwester. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Thanks, Renate. Thank you.